Willkommen zurück zum Games Test, heute mit Michael Jacksons Moonwalker. Eine Idee von Sega, die große Konkurrenz Nintendo auszuschalten, war es, Prominente dazu zu holen. Die Lizenz von Michael Jackson. So entstand dieses Spiel, natürlich ein 2D-Jump'n'Run. Wie alles zu der Zeit, von 1990 glaube ich. Und ich hatte es als Kind, hab's oft gespielt, es war auch sehr lustig, ist auch heute noch lustiger, finde ich fast. Welt 1-1, Club 30. Achtung! Das ist mal Skill, oder? Aus 10 Meter Entfernung wirft er eine Münze und sie landet direkt im Münzschlitz. Sehr gut. 2D-Jump'n'Run und wir haben Michaels Tanzfähigkeiten. Yay. Oder hier. Oder es gibt eine Taste nur zum Hinsetzen. Geh weg. Oder wir können, Achtung. Wow. Und unsere Aufgabe ist es, hier die Kinder zu retten. Ist ein bisschen ironisch heutzutage. Da gab es ja irgend so einen Kindesmissbrauchsskandal, wie auch immer. Ich habe mich da jetzt nicht so intensiv mit beschäftigt. Auf jeden Fall ist es halt in dem Spiel so, dass der ach so kinderliebe Michael Jackson Michael! Alle Kinder retten muss, die irgendwo verloren gegangen sind. Und dann sind sie wieder gerettet und in Sicherheit. Unten rechts haben wir so eine kleine Anzeige, wie viele Kinder noch da sind, wie viele noch gerettet werden wollen. Und wir machen erstmal die Gegner fertig hier. Und hier die Mädels, die lassen uns aus irgendwelchen Gründen nicht durch, aber wenn wir denen unsere Tanzmoves zeigen, dann sind sie wie bezaubert. Ah, Katzen! Nein! Michael Jackson, der große Katzenhasser. Ey! Was machst du mit dem Kö? Vom Billard? Bist du noch ganz sauber? Michael. Oder wir nehmen hier den Stuhl und fegen die so weg. Ey, Katze. Fliegt diagonal in den Himmel. Gut. Wenn wir alle Kinder gerettet haben, die irgendwo im Level versteckt sind, dann kommt Bubbles, der Affe. Und zeigt uns, wo wir hin müssen. Nämlich nach unten. Es ist zu scheiße, die Treppen sind nicht gut programmiert. Oh ja, yeah, es geht nicht. Warum nicht? Es ging schon auf dem Sega nicht so ganz und jetzt hier erst recht nicht. Ich bin gerade so froh gewesen, die Treppen hochgekommen zu sein. Ich probier's mal mit der rechten. Können. Aha, und jetzt können wir sogar. Wow! So, Bubble zeigt uns, wo wir hin müssen für den Bosskampf. Da haben wir so einen Lappen. You'll never catch me. Es gibt auch einen Film dazu, habe ich nie gesehen, deswegen. Ist mir das ein Rätsel, aber ich habe das Spiel als Kind gesuchtet. Ich hatte ja nicht so viele Sega-Spiele, aber das hatte ich. So, beste Taktik, wenn viele Gegner da sind, einfach mittanzen lassen. Den Move kriegen sie nicht hin. Und unten seht ihr halt so eine Tanzanzeige, wenn ich die jetzt noch weiter leer mache. So. Nicht schlecht, oder? Und alle Kinder sind gerettet. Time-Bonus etc. pp. Oh! Der arme Michael. Der hat ja auch zusammengearbeitet an Sonic 3 am Soundtrack. Hey. Haut mal ab. Am Sonic 3 Soundtrack. War aber nicht zufrieden damit, wie sich das auf dem Sega angehört hat quasi. Ja, und dann wurde auch nicht in den Credits erwähnt, obwohl sein Woo in Sonic 3 dabei ist. Hat auch ein bisschen mit seinem Kindermissbrauch-Gedöns zu tun. Wo ich mich echt nicht auskenne, was da damals abging. Da gab es einen riesen Aufschrei, weil Baum. Ja. Aber damals zu der Zeit sicher einer der größten Stars. Ich muss sagen, ich habe den letzten auch wieder Scary Movie alle 5 Teile geschaut. In Scary Movie 3 und 4 wird er natürlich auch so ein bisschen aufs Korn genommen. Es ist einfach zu herrlich. Ja, aber das Spiel hier war ja voller Ernst, ne? Das ist ja kein Verarschespiel oder so, sondern es war das große Michael Jackson-Spiel. Kauft es euch alle. So war das. Warum ich es hatte, weiß ich jetzt auch nicht genau. Ja. Und wir sind nicht nur in dem Club, also es gibt immer, ich glaube, 4 oder 3 Level pro Welt. Wo wir halt jeweils alle Kinder finden müssen. Ah, wenn ihr lieber erst unten lang gegangen, weil ich glaube, da müssen wir nach ganz oben. Und
dann das zweite, die zweite Welt ist genial. Die müsst ihr euch anschauen. Die finde ich am gelungensten. Was gibt's da noch? Es gibt da noch einen Friedhof. Es gibt noch eine Höhle. Das ist, weiß nicht, ob das irgendwie mit dem Film zu tun hat, aber ich fand das crazy. So Michael Jackson in der Höhle. Wo dann auch die ganzen Zombies kommen und Quark. Und am Ende ist immer irgendwie in so einer Fabrik, so einer Firma mit Laufbändern und so einem Quatsch. Das wird dann auch später ziemlich schwer, das Spiel, muss ich mal dazu sagen. Jetzt. Woo! Wir sind ja in der Mitte gestartet hier in dem Level und auf der unteren Ebene muss noch was sein. Ich krieg diese Treppen nie hin, ne? Man soll hier diagonal nach unten rechts. Verschwinde. Diagonal, also mach, wenn man nach unten macht, kommt man nicht auf die Treppen und wenn man nach rechts macht, kommt man nicht auf die Treppen. Man muss ganz komischen diagonalen Winkel treffen, damit man die Treppen nach unten gehen kann. Das kriege ich echt nicht gebacken hier. War schon damals, hat es niemand hinbekommen, ey. Also, ah, gut. Ich mache am besten immer diesen Move, dann geht's komischerweise. Ist zwar nicht so gedacht. Und ich verliere meine Magie, möchte ich sagen. Oh. Ja, ich habe mir gerade mal den Controller umgestellt, weil mit dem Control-Stick geht das echt nicht. Das muss man halt auf dem guten alten Steuerkreuz machen, wie auf dem Sega halt. Ansonsten wird es viel, viel schwieriger. Wird es unnötig Mana verloren. Aber jetzt kann man die Treppenprobleme... Michael? Das tut mir leid. Ich weiß auch nicht. Sorry. Aber wenn man hier rechtzeitig... Kann man die alle bum 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 auf den Boden hauen. Hau ab. Also ich spiele das Ganze jetzt mit dem Steuerkreuz. Geht doch besser. Gewissermaßen manchmal. Zumindest was die Treppen angeht, aber... Da ist das Kitty, was wir nicht gefunden haben eben. Ach, das fehlt nur noch. Ah, deswegen. Wir müssen nicht mehr alle finden. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Sondern nur das eine, das reicht dann auch. Bubbles. Übrigens, ist, den Bubbles, den Schimpansen gibt es immer noch. Oder Schimpanse, Gorilla, weiß nicht. Affe. der wohnt in irgendeinem Zoo und ist voll aggro. Man soll sich ja keine Affen halten. Es gibt einen, der ist noch bescheuerter, der nennt sich Justin Bieber. Aber wenn mich jetzt irgendwelche Fangirls da in den Kommentaren nerven, aber der hat doch nicht mal alle Tassen am Schrank mit seinem Affen. Also, dass er die auch noch zurücklässt und so. Warum? Nur weil Michael Jackson einen Affen hatte oder was? Affen hält man nicht als Haustiere. Absolut nicht. Das ist richtig abnormal für die. So, da legst du die nieder. Ah, das sind aber stärkere Gegner. Die gehen nicht sofort kaputt. Dann drehen wir halt nochmal eine Runde, oder? Ach, das war's schon. Yay. Das bin ich. Weiß nicht, ob es 2, 3 oder 4 Level pro Welt gab. Es gibt auf jeden Fall noch eine dritte Stage in Club 30. Okay. Wie gesagt, bleibt dran für die zweite Welt. Die letzte Welt sehen wir nicht. Ja, Let's Play von mir gibt's dazu nicht, weil das Spiel wird später deutlich monotoner. Die erste Welt ist noch okay. Hier. Die zweite Welt finde ich am besten gelungensten, damit, wo du in den Kofferraum gucken musst nach den Kindern. Und so Sachen. Aber dann wird's ein bisschen monoton, meiner Meinung nach. Also die Welten taugen da nicht wirklich, werden länger und schwieriger, aber richtig nicht gut designt und so. Deswegen, ich habe es mal durchgespielt, aber ja, ist halt auch nichts mehr Bahnbrechendes passiert, ehrlich gesagt. Deswegen, ein Gamesass ist genau das Richtige für dieses Spiel. So. Die hätten wir. Was machen die eigentlich? Die sind auf dem Laser, die Kinder? Und, naja. Das will ich jetzt mal nicht hinterfragen da. Über die Flipper-Automaten. Aber wir müssen auch in de, hier in de Fenster gucken. Ja. Ja, klar, warum nicht? So, pass auf, der kommt weg. Da die Treppe, die können wir dann auch runterholen. Können natürlich nur ein Fenster... Whoop.
nur ein Fenster schauen, wo auch, ja, wo wir auch hoch können sozusagen. Da haben wir noch einen. Noch drei Kiddies. Alle blond. Mit blauen Augen. Deutsch. Nee, Quatsch. Da haben wir eine Katze. Wow. Weg damit. So, noch zwei. Gott, sind die alle hier? Du bist kein Kind. Ah, ich glaube, dass hier nur noch einer ist. Würde mich doch wundern. Hä? Nur eine Katze? Verdammt! Irgendwo muss ein Kitty übersehen haben. Die Tür habe ich nicht geöffnet, aber da kam ein Gangster raus. Bam, badam, bam. Bam, badam, bam. Die spawnen auch immer wieder neu, ein bisschen nervig dann. Da können wir alles nichts machen. Hier haben wir auch, ne? Ja. Michael Jackson! Oh, das wird noch fehlen, Justin Bieber Spiel. Wo ich es gerade so erwähnt habe und den Vergleich gezogen habe. Ah, geh mir weg. Gibt ja Britney Spears Spiel für Game Boy Advance. Aber das war eher so ein Tanzspiel. Da haben wir den Fehlenden. Also Bubbles, zeig mir who's bad. Wir wollen hoch. Ich glaube, sie wissen, dass wir einfach nur hoch müssen. Michael Jackson und Bubbles im Club 30. Wir spielen Mega Drive und den Game Test geht voll ab. Oh yeah, da da da. Bist du nur für ein Fatzke? Hau ab, schritt dir ins Knie da. Oh, Ninjas oder was? Nee, ist einer. Ein großer Depp. Der tanzt jetzt mit mir. Da, 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 da. Und tschüss, Mann. Ist immer noch nicht genug. Da ist mein Hut. Das ist zu herrlich, oder? Diejenigen, die das Spiel noch nicht kannten, das könnten einige sein. Eure Meinung in die Kommis. Yeah, jetzt kommen wir auf die Street. Welt 2.1. Die Welt wollte ich da unbedingt zeigen, ey. Finde ich nicht schlecht. Da ist der Club. Da, 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 da. Bomben! Ja, tatsächlich gibt es hier auch Bomben. Hier sind die ganzen Verbrecher da. Bombe in 3. Ach komm, jetzt sind Hunde da. Da fliegen halt die weg. Da, 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 da. Alter, alle 3 Meter liegt ein Kind rum. Und weg mit dir. Müssen wir, glaube ich, auch da links hoch. Weg. Aber schön bei Nacht hier das Ganze. Just beat it. Wurde ich gerade geboren, ey, als der Song rauskam. Ey! So nett, wa? Ja, die Hunde hören sich auf an wie eine... Ja, verschnupfte Trompete. Ich glaube, wir können auch... Warte mal, der... Wo ist denn... Der Hydrant, da konnte man auch was machen. Warte mal. Ja, warte. Tja, Magic. Just beat it. Hä? Was sind das für... Hallo? Oh, Hunde. Yay. Hier ist noch ein Kind drin, aber wo ist denn der letzte? So klein der Level? Kann das Auto aufmachen? Nee. Muss hier im Fenster sein. Irgendwas noch nicht aufgemacht? Bomben! Ich weiß. Da oben in den Fenstern muss noch was sein. Okay. Jawolski! Ja doch, 2.1 ist ein ziemlich kleines Level. Und jetzt wollen wir mal mit den Punkern bisschen dancen. Soll ich nicht lieber gleich... Aber die kommen auch von oben, ne? Ja. Alle in Reihe und Glied. Da, 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 da. Wir machen Tanzmoves mit Michael Jackson. Oh yeah. Doch, legst du nieder!
So, was hab ich denn bei der Kindheit gezockt? Ich hab nichts anderes. Sega. Michael Jacksons Spiel besser gekannt als dem seiner Songs oder geschweige denn seinen Auftritten oder so. Dann habe ich als Kind schon mal Fernseh gucken dürfen, ja? Aber hier, ich hatte einen kleinen Fernseher, aber keine Programme. Mein Sega war daran angeschlossen, da konnte ich Michael Jackson spielen. So, hier seht ihr, sind wir im Parkhaus. Bomben! Und da haben wir die Kinder, die in den Kofferraum eingesperrt wurden. So. Fahrstuhl nach oben. Bomben! Na, denen macht's nichts aus, ne? Mir wird's Energie abziehen. Puff. So. Alter, diese Hunde! Das macht ihr alle im Parkhaus. Das würde mich voll ankotzen, wenn mein Auto im Parkhaus steht und da lümmeln irgendwelche Assis rum. Okay, doki. Vor allen Dingen, warum haben die alle Bomben in ihren Autos? Und warum sind die alle nicht abgeschlossen? Hier irgendwas Brauchbares? Bomben. Hier irgendwas Brauchbares? Nein. Wir müssen halt wirklich in jedes reingucken, damit wir die Kiddies finden. Alter, wer hat sich diese Story einfallen lassen? Aber wieder ein weiteres Indiz dafür, was ich sagte, zu der Zeit, alles waren 2D-Jump'n'Runs. Gut. Nur nach links, hier oben? Ja, sind direkt hier an Ort und Stelle. Bist nur feiner. Piss dich. Oha. Ihr seht gefährlich aus. Ah, die checken das auch und hauen ab, sobald ich tanzen will. Die sind schlau, ne? Die wollen nicht einfach mittanzen. Die wissen. Ich mach das halt so. Oh, keine Energie mehr! Jetzt habe ich ein Problem. Michael! Er ist aber noch ein extra Leben, ne? Dankeschön. Danke. Dann krieg ich's hin. Ja, wusste ich nicht. Dafür sind es dann halt schon affig viele Gegner. Komm, Bubbles, wir nehmen den Aufzug. Hey, geh mal weg da. Gut. Fein. Haha. Und da haben wir noch was. Oh, Gebiet gereinigt, würde ich sagen. Knie. 2-3. Aber wir werden dann auch nochmal einen Blick in die dritte Welt werfen, weil ich denke mal, das kriegen wir noch hin. Und die dritte Welt war dann der Friedhof. Das war nervig, wenn den ganzen Zombies sieht dauernd auftauchen. Wow! Das wusste ich jetzt im Moment gar nicht mehr. Aber wir sind eh hier runter, weil hier Kinder in der Kanalisation rumhängen. Wie, ist ja voll normal. Mann! Hundi! Möchtest du es aufmachen? Nee. Just beat it! Weg mit dir. Das ist auch noch so ein bisschen Parkhaus. Alter! Haut ab! Dann gucken wir mal da rein. Der da oben, der chillt noch ein bisschen. Der ist cool. Bumm! Nein! Die Hunde, ey. Brr, brr. Bist du sicher, dass du nicht ein Elefant bist? Just beat it. Okay. Traut er sich? Claro. Leck mich doch mit den Rüpeln an hier. Bomben! Da haben wir noch einen. Ein Level so groß, weil hier noch vier Kinder rum chillen sollen, oder was? Ah, da ist noch einer. Ja, interessante Spielidee, oder? Komm ich jetzt nach da oben, sag mal. Ach so, hier kann ich auch auf das Schild drauf, so. Nee, hä? Und? Trotzdem.
Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Alter. Die Hunde sind echt am gefährlichsten. Bomben. Oh, ich kann doch irgendwie anders springen. Ich muss da schon hoch. Ich muss vom Parkhaus, glaube ich, rüberspringen. Dann wollen wir das mal probieren. Der chillt noch. Jawohl. Und der letzte. Dritte Welt unbedingt noch anschauen, Freunde. Weil, wenn ich die hier schon durchspiele. Jetzt treten wir gegen Hunde an. Der Pudel tanzt immer irgendwie. Aber weißt du was? Wir tanzen mit den Hunden. Los geht's. Guckt euch die Köter an. Das macht ihr auch nur bedingt fertig. Pudel. Es reicht nur, wenn man genügend besiegt anscheinend. Das gibt ja unendlich Vorrat. Ja, ich habe viel zu viel Leben verloren. Eigentlich die ersten beiden Welten sollte man ohne Lebensverlust hinkriegen. Ja, fliegendes Auto, weiß der Teufel. Ja, genau. Wurz! Ich dachte, das wäre der Friedhof. Ist doch, oder? Ja, sind das Wurz oder ist es ein Friedhof? Mann! Ja. Zombie! Man konnte auch... Wow, wie die abgehen. Man konnte auch Grabsteine verschieben. Man fragt mich jetzt nicht mehr wie. Oder welche? Ja, hinterm Busch kann man gucken. Aber die Welt ist schon viel schwieriger. Das wird dann schon nervig in den späteren Friedhof-Leveln. Deswegen... Oh, da auch irgendwelche rote Vögel. Krass, oder? Vor allen Dingen, ich verrate nochmal was. Es gibt ja einen Soundtest, wo dann steht Club 30 oder wie auch immer. Und dann steht dann der Michael Jackson Song Bad, ne? Dann steht da Bad. Und ich als Kind konnte natürlich kein Englisch, denk Bad, ne? Habe ich gedacht, ja, kommt später noch ein Schwimmbad-Level? Das kann ich mir voll gut vorstellen. Michael Jackson so auf dem Zehner oben, ne? Oh Mann, blühende Fantasie, ey, Little Markus. Bad. Ja, der geht noch ins Schwimmbad. Das wird ein geiler Level. Ich habe immer auf den Level gewartet, ne? Wo ich dann durchgespielt habe, war ich so enttäuscht. Wo war das Schwimmbad-Level, ne? Später dann gecheckt, ey. Es war bad. Und was wir hier machen, ist nicht besonders nett, denn es fehlen noch zwei Kids, die irgendwie hinter den Grabsteinen sind. Aber ich glaube, die haben vergessen... Ah doch, man kann runterspringen. Man kann runterspringen. Fein. Was machen Kinder hinter Grabsteinen? Bumbatz, 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 bumm. Wie verschiebe ich die nochmal? Ich lasse es doch besser bleiben. Das war mein Gamestest zu Michael Jacksons Moonwalker. Eure Meinung dazu in die Kommis. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Game. Jetzt wollte ich unbedingt was zeigen. Ich weiß keine Ahnung, wo die letzten beiden Kiddies sind. Naja, Freunde, danke fürs Ansehen. Daumen hoch, wenn es gefallen hat oder wenn es lustig war. Bis dann und ciao. Und tschüss. Tschüss.